essen gerne. Aber wichtig ist, dass wir nicht nur Ungesundes essen. Aber wie kann gesunde Ernährung aussehen? Die Ernährungspyramide macht dich fit und gar nicht müde, wenn du dich nur daran hältst und gesunde Speisen wählst. Getränke sind eine wichtige Grundlage wie Tee und Wasser. Obst und Gemüse, das ist fein. Davon kann ganz viel hinein. Kartoffeln und Getreide machen satt. Zu viel davon macht matt. Zweimal in der Woche Fleisch, das reicht. Fette und Öle sind wichtig für den Körper. Mit viel Bewegung und Sport darf es auch mal was Süßes sein. Ohne, sag dem Gummibärchen tschüss. Der richtige Riecher bei gesunder Ernährung reich an Carotin. Magnesium, Kalium schaden nie und geben Energie. Eine Banane jeden Tag, so hat der Körper, was er braucht. Auch Pfläumchen sind ein leckeres Träumchen. Und etwas Vitamin C tut auch nicht weh. Zu guter Letzt etwas Kohl für unser Wohl. Gesundes Frühstück mit Vollkornbrot, Frischkäse und Beeren ist für den Tag ein guter Beginn. Dazu gibt es ein leckeres Müsli mit allerlei und schon sind wir dabei. Gesund und prickelnd soll es sein, schütte ich mir ganz viel Wasser rein. Der gesunde Snack lässt Kalorien weg, für zwischendrin macht er Sinn. Bist du zwischendurch erschlafft, bringt er wieder neue Kraft. Esst Gemüse, herrlich bunt, bleibt ihr sicher sehr gesund. Tomate, Gemüse, Möhren sind die Dinge, auf die wir schwören. Kommt ein Schnitzel noch hinzu, hat der Magen seine Ruhe. Auch der Vegetarier schreit Hurra! Auch Salat ist für uns da. Esst dies bitte jeden Tag, das ist, was der Doktor mag.